Ja. Man glaubt, Sie wissen Sie, was auch ein Kreuz ist? Ja, das ist diese ganze bekloppte Schenkerei. Ja, ich stehe aktuell wieder vor dem Problem, dass ich was schenken muss. Ja, Leute, Weihnachten droht, ne? Hör mal, das kommt für mich direkt nach Halloween, Weihnachten, ne? Also, hör mal, wenn ich da schon immer die ganzen Bekloppten am Weihnachtsmarkt sehe, ne? Die Glühweinnasen da, dreht den Hacke dicht und dann am Rumgrölen. Oh, du Fröhlichen, oh, du Seligen, mach hoch die Tür, ich bin schon breit, ne? Schimmelpilz, Schimmelpilz. Wollen wir, da kriegen Sie mich schon, ne? Ja, jetzt hatte ich gehofft, dass die Terrorwarnung von Elke Aida mal ein bisschen Wirkung zeigen, ne? Ja, dass ich da auch mal schön allein über den Weihnachtsmarkt bummeln kann, ne? Ja, dass ich da vielleicht ein Geschenk finde. Ja, ich hatte mir letztes Jahr, hatte ich mir aus dem Erzgebirge so schöne selbstgeschnitzte Socken gekauft, ne? Ja, aber immer, es bleibt rammelvoll. Ja, meine Frau und ich, wir sind jetzt Heiligabend eingeladen worden zu einem bekannten Pärchen. Ja, die sitzen sonst immer alleine unterm Weihnachtsbaum rum und kriegen Depressionen, ne? Ja, nur bei dem Fernsehprogramm Heiligabend, ne? Auf jeden Fall stellt sich für mich die Frage, was schenke ich dem Pärchen, ne? Ich meine, die stellen da Speisen und Getränke zur Verfügung, hoffe ich jedenfalls, ne? Ja, und da wollen die natürlich einen gewissen Gegenwert haben. Ja, und da fragt sich, was schenkt man? Was wiegt das auf, was meine Frau und ich, was wir fressen, ne? Aber das ist ja jedes Mal ein Problem mit der Schenkerei. Ja, hör mal, und oft hat der Beschenkte doch gar nichts davon. Das Einzige, was er hat, ist den Stress, das Geschenk wieder loszuwerden. Ja, und gerade Weihnachten ist doch das Festival von den falschen Geschenken. Mir ist ja letzten Weihnachten im Prinzip auch wieder so gegangen. Aber da bin ich direkt am nächsten Tag in der Stadt gewesen, um das umzutauschen. Aber das war aber auch wieder ein Geschenk, ne? Ja, ich hatte das gar nicht ausgepackt, ne? Ja, ich hatte das schon an die Form gesehen, was da drin ist. Schon wieder ein Buch, habe ich gedacht. Jedes Jahr. Wer soll das alles lesen, ne? Ja, dann habe ich gedacht, komm, geht's nach den Feiertagen, ist nichts los. Da liegen sie noch alle vollgefressen unterm Tannenbaum und warten darauf, dass die Verdauung wieder einsetzt, ne? Ja, aber die ganzen, die ich unter den Weihnachtsbäumen vermutet hatte, hatten sich mit ihren dicken Wamst in die Stadt geschleppt. Proppenvoll. Hör mal, da war gar kein Durchkommen mehr. Ja, die wollten wahrscheinlich auch alle ihr Buch umtauschen, ne? Und richtig, da standen sie alle vor der Umtauschkasse von der Buchhandlung. Ja, ich mich hinten angestellt. Und wie ich da so stehe, habe ich so gedacht, mein Gott, wie wenig die Menschen sich doch kennen, ne? Wie wenig man voneinander weiß, was der andere haben will oder braucht. Sonst würden sie doch nicht alle das Falsche schenken. Aber das fing ja schon damals im Stall von den Bethlehem an, ne? Hör mal, ob das Jesuskind mit den Geschenken von Heiligen Drei Könige so glücklich gewesen ist, ne? Das sei mal dahingestellt. Weil ich mein Gold, da kannst du nichts mit verkehrt machen, ne? Also, gerade in der heutigen Zeit. Aber Weihrauch und Möhre, ja, hör mal, da ist doch total daneben für so ein Baby, ne? Weißring, Schnuller oder Rippelchen. Das wäre altersgerecht gewesen für so einen Hosenscheißer. Aber Weihrauch und Möhre, ne? Ja, wahrscheinlich haben die dann auch direkt umgetauscht, ne? Aber da schweigt sich die Bibel zu aus, ne? Ja, und meine Frau müsste mich auch besser kennen, hab ich gedacht. Ja, wie ich dann nämlich endlich an der Reihe war, hab ich meinen Umtausch dahin geknallt und gesagt, ich will das nicht. Da sagt die Verkäuferin, was haben Sie denn da? Ich sag, wozu stehe ich wohl hier in der Buchhandlung, Schätzchen? Um eine Waschmaschine umzutauschen? Da sagt sie, dann wollen wir mal gucken, Schätzchen. Und reißt das Geschenk auf. Ja, und in dem Moment war für mich wirklich Weihnachten. Da entpuppte sich das Buch nämlich als DVD. Die schönsten Fußballtore von der ganzen Welt, seit es überhaupt Fußball gibt. Mit Originalkommentare von Manni Breukmann. Hör mal. Ja, da war ich wirklich gerührt, wie einfühlsam meine Frau schenken kann. Also, die würde ich nie umtauschen. Halleluja. Ja, Leute. Ja.
Aber glauben Sie, wissen Sie, was auch ein Kreuz ist? Ja, das ist diese ganze bekloppte Schenkerei. Ja, ich stehe aktuell wieder vor dem Problem, dass ich was schenken muss. Ja, Leute, Weihnachten droht, ne? Hör mal, das kommt für mich direkt nach Halloween, Weihnachten, ne? Also, hör mal, wenn ich da schon immer die ganzen Bekloppten am Weihnachtsmarkt sehe, ne? Die Glühweinnasen da, drehten Hacke dicht und dann am Rumgrölen. Oh, du Fröhlichen, oh, du Seligen, mach hoch die Tür, ich bin schon breit, ne? Schimmelpilz, Schimmelpilz, wollen wir, da kriegen Sie mich schon, ne? Ja, jetzt hatte ich gehofft, dass die Terrorwarnung von Elke Aida mal ein bisschen Wirkung zeigen, ne? Ja, dass ich da auch mal schön allein über den Weihnachtsmarkt bummeln kann, ne? Ja, dass ich da vielleicht ein Geschenk finde. Ja, ich hatte mir letztes Jahr hatte ich mir aus dem Erzgebirge so schöne selbstgeschnitzte Socken gekauft, ne? Ja, aber hör mal, es bleibt rammelvoll. Ja, meine Frau und ich, wir sind jetzt Heiligabend eingeladen worden zu einem bekannten Pärchen. Ja, die sitzen sonst immer alleine unterm Weihnachtsbaum rum und kriegen Depressionen, ne? Ja, nu, bei dem Fernsehprogramm Heiligabend, ne? Auf jeden Fall stellt sich für mich die Frage, was schenk ich dem Pärchen, ne? Ich meine, die stellen da Speisen und Getränke zur Verfügung, hoff ich jedenfalls, ne? Ja, und da wollen die natürlich einen gewissen Gegenwert haben. Ja, und da fragt sich, was schenkt man? Was wiegt das auf, was meine Frau und ich, was wir fressen, ne? Aber das ist ja jedes Mal ein Problem mit der Schenkerei. Ja, hör mal, und oft hat der Beschenkte doch gar nichts davon. Das Einzige, was er hat, ist den Stress, das Geschenk wieder loszuwerden. Ja, und gerade Weihnachten ist doch das Festival von den falschen Geschenken. Mir ist ja letzten Weihnachten im Prinzip auch wieder so gegangen. Aber da bin ich direkt am nächsten Tag in der Stadt gewesen, um das umzutauschen. Aber das war aber auch wieder ein Geschenk, ne? Ja, ich hatte das gar nicht ausgepackt, ne? Ja, ich hatte das schon an die Form gesehen, was da drin ist. Schon wieder ein Buch, habe ich gedacht. Jedes Jahr. Wer soll das alles lesen, ne? Ja, dann habe ich gedacht, komm, jetzt nach den Feiertagen ist nichts los. Da liegen sie noch alle vollgefressen unterm Tannenbaum und warten darauf, dass die Verdauung wieder einsetzt, ne? Ja, aber die ganzen, die ich unter den Weihnachtsbäumen vermutet hatte, hatten sich mit ihren dicken Wamst in die Stadt geschleppt. Proppenvoll. Hör mal, da war gar kein Durchkommen mehr. Ja, die wollten wahrscheinlich auch alle ihr Buch umtauschen, ne? Und richtig, da standen sie alle vor der Umtauschkasse von der Buchhandlung. Ja, ich mich hinten angestellt. Und wie ich da so stehe, habe ich so gedacht, mein Gott, wie wenig die Menschen sich doch kennen, ne? Wie wenig man voneinander weiß, was der andere haben will oder braucht. Sonst würden sie doch nicht alle das Falsche schenken. Aber das fing ja schon damals im Stall von den Bethlehem an, ne? Hör mal, ob das Jesuskind mit den Geschenken von Heiligen Drei Könige so glücklich gewesen ist, ne?